Und jetzt kommen Volker Fischer und Olivier Langlais. Volker Fischer rechts. Thomas, die Florettfechter beobachten manchmal die Degenfechter ein wenig, nur sagen wir, abschätzend. Warum ist dieser etwas kritischer Blick? Ja, abschätzend ist vielleicht zu viel gesagt. Man bezeichnet im Fechtsport das Florett als die Krone der Waffen, weil es wohl nach dem Dafürhalten der Fachleute noch mehr Bewegung und Aktion bringt als der Degen. Auch etwas mehr Konzentration noch erfordert, weil die Trefffläche beschränkt ist und nicht über den Degen der ganze Körper zählt und weil mehr technische Feinheiten im Florettfechten stecken. Zwischenzeitlich hat sich das allerdings etwas geändert, speziell durch die deutschen Degenfechter, die von Emil Beck in der Technik zwischenzeitlich trainiert werden wie Florettfechter. Das sehr viel an Technik aufweist. Und Olivier Langlais beginnt mit einem Stolzangriff und geht gegen Volker Fischer mit 1:0 in Führung. Es ist erstaunlich, wie wacker sich Volker Fischer hier schlägt, denn erinnern wir uns, er hat sich im Einzelfinale bereits im ersten Gefecht sofort verletzt. Eine Zerrung. Ja, hier sollte man vielleicht auch, wenn hier Olivier Langlais nun gegen Volker Fischer in Führung geht, einmal die beiden Physiotherapeuten der Mannschaft erwähnen, die wir hier auch im Hintergrund sehen. Richard Schwab und Klaus Eder, die Volker Fischer wieder so fit gemacht haben, dass er hier mit 2:1 führt. Diese beiden leisten hinter den Kulissen großartige Arbeit. Fechten ist ein Sport, der psychisch und physisch, wie ich bereits mehrfach sagte, sehr beansprucht. Und das kann nur ausgeglichen werden durch kopfphysiotherapeutische Behandlung. Und wie die wirkt, sehen Sie hier 2:2 für Volker Fischer mit einem Stoß an den Unterarm von Olivier Langlais. Feiner Treffer, wunderschön anzusehen. Ich hoffe, dass diese Aktion noch einmal in der Zeitlupe kommt. Die deutsche Mannschaft im Hintergrund jubelt. Nein, die Zeitlupe kommt leider nicht. Und Fischer führt mit 3:2. Langlais greift an. Fischer pariert, aber es fällt kein Treffer. Der Ungar, Paul Wurm, als Obmann. Die Obleute haben hier heute keine schwierige Aufgabe. Es läuft alles sehr sportlich und sehr glatt. Lauert auf seine Chance. Er hat Olivier Langlais zweimal dann angegriffen, wenn dieser gerade im Ansatz war und eine solche Situation versucht er nun wieder herbeizuführen. Er provoziert ihn zum Angriff und möchte dann diese Aktion wohl noch einmal wiederholen. Das Gefecht wird gestoppt. Ja, Volker Fischer könnte jetzt sein Handtuch gut gebrauchen. Ja, er bekommt taktische Anweisungen von Landestrainer Bernd Spencer, der hier als Assistent von Emil Beck für die Degenmannschaft fungiert, diese Mannschaft ständig betreut und hinter Volker Fischer kniet, um rechtzeitig zur Stelle zu sein. Ein Doppeltreffer. Langlais greift zwar an, aber Fischer stößt sehr gut mit und auf beiden Seiten leuchten die Lampen, sowohl rot als auch grün.
Volker Fischer bleibt jetzt bei der bewährten Taktik. Er wartet ab. Er hat sie bisher mit Erfolg angewandt. Warum sollte er sie wechseln? Ja, der Schweiß fließt in Strömen. Das kann etwas unangenehm in den Augen sein, wenn der salzige Schweiß in die Augen rinnt. Deshalb diese kurze Unterbrechung. Eine schöne Parade-Riposte. Und damit gewinnt Volker Fischer mit 5:3 und die bundesdeutsche Mannschaft führt bereits mit 6:2. Und ich glaube, wir beide würden uns jetzt ungeheuer freuen, wenn ich mich in dieser Sekunde nicht an das Finale der Florett-Mannschaft erinnern müsste. Dort hat die bundesdeutsche Mannschaft auch mit einem relativ großen Vorsprung geführt und nachher zauderte sie und die Italiener gewannen. Ich hoffe, dass diese Entwicklung hier nicht eintreten wird. Also nach 10 Gefechten steht es 6:2 für die Bundesrepublik.